So, herzlich willkommen zurück zu Lego Herr der Ringe. Wir hatten einen kleinen Fehler bei der letzten Folge vom Dunhag. Mal gucken mal, dass wir in den Dunhag reinkommen noch einmal. Dunhag. Und werden dort nochmal die Geschichte spielen. Damit ihr das auch nachgeliefert bekommt. Weniger als halb so viel, wie ich erhofft hatte. 6000 werden nicht genug sein, um die Linien Mordors zu durchbrechen. Ich ziehe mich zurück. Mein Herr Elrond. Du hast eine Übermacht gegen dich, Aragorn. Du brauchst mehr Männer. Es gibt keine. Es gibt jene, die das Gebirge bewohnen. Sie folgen niemandem. Sie werden folgen, doch nur dem König von Gondor. Andoriel, die Flamme des Westens, geschmiedet aus den Bruchstücken von Nazir. Wer ein solch mächtiges Schwert zu führen vermag, vermag es auch eine Streitmacht aufzustellen, die tödlicher ist als jede andere. Lasse den Waldläufer hinter dir. Folge nun dem Weg deiner Bestimmung. Was für ein Heer sollte sich in einem Ort aufhalten? Eines, das verflucht ist. Vor langer Zeit schworen die Menschen des Gebirges, dem letzten König von Gondor einen Eid, ihm beizustehen im Falle des Kampfes. Doch als die Zeit kam und Gondor in höchster Not war, flohen sie und verbargen sich an dunklen Orten im Gebirge. Und so verfluchte Isildur sie, niemals Ruhe zu finden, bis ihr Eid erfüllt sei. Der Weg ist versperrt. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind. Und damit willkommen zurück zu Lego, der Herr der Ringe. Was ist? Was siehst du? Ich sehe Gestalten von Männern und Pferden. So, wenn ihr euch wundert, das Bleiche ist Banner, die nicht blind. Und Speere, die aufragen, wie Winterdickichte in einer nebligen Nacht. Das ist jetzt das nur, weil ich einen Aufnahmefehler hatte im letzten Mal in der Folge. Deswegen hier nicht weiterkam. So tief euch das nicht zeigen konnte. So muss man diese Stelle, also die Story, folgen uns. Nochmal spielen. Die Toten? Gerufen? Das wusste ich doch. Da wir das schon kennen, weiß ich jetzt auch, was du tun hast. Ich habe es ursprünglich in zwei Folgen aufgenommen. Bis ich gemerkt habe, dass es morgens war. Ja. So. Dann gucken wir als erstes. Na bitte. Dann schiebt man die Leiche darunter. Thank you.
Und hier habe ich im letzten Mal ein bisschen rumgerätselt, dadurch ist natürlich auch ein wenig schneller. Für euch vielleicht ein bisschen langweilig. Ist hier relativ durchrasche. Aber naja. Ich hab den auch schon ein Kit liegen lassen. Das weiß ich auch. Nicht nach unten sehen. Machen wir auch nicht, Aragorn. So, und hier hätte ich das sobald die Trennung gemacht, aber wir sind jetzt gerade mal 6 Minuten dran. Das ist ein bisschen früh. Wieder Legolas haben. Um hier weiterzukommen. Ist wieder auf Aragorn zu wechseln. Wenn wir wirklich durchrushen wollen, dann dürfen wir uns nicht so weit aufhalten, ja? Ah. So, hier findet jetzt der Bosskampf schon statt. Ach ja. So, zum Zwerg werfen. Weiß, da hinten war irgendwo ein Jakim drin. Kann sein, dass es jetzt nicht mehr da ist, weil ich es schon gefunden habe. Ja, es ist nicht mehr da, weil ich es schon gefunden habe. Ja, wie dem auch sei, rauf hier.
Wer trägt mein Schrein? Ich. Einer, der eure Lehnstreue fordert. So. Der Weg ist versperrt. Nun müsst ihr sterben. Einmal zusammenbauen. Halt die Klappe, du dämlicher König. So. Nur der König von Gondor vermag mir Befehle zu erteilen. Ich bin Isildurs Erbe. Kämpft für mich und ich werde euren Eid als erfüllt ansehen! Das haben wir jetzt mal kurz und schmerzlos gelöst. Sorry dafür. Quatsche, wenn ich mich konzentrieren will aufs Spiel. Naja, da kann ich halt nicht so viel mit euch reden. Raus aus dem Dimmhalt. Piratenvolk.
Na gut. Die Folge ist wieder einen Augenblick länger. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuschauen. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier, Lego, Herr der Ringe.